Ja, und damit einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht oder weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir haben ein neues Spiel am Start mit dem bezaubernden, unheilschwangeren Namen Trapped. Trapped ist das Erstlingswerk von 4, N4B4, glaube ich, heißen die. Und die haben uns schon so Sachen wie From the Darkness beschert. Ja, ihr kennt ihn, den Schlüpfersprenger. Ihr habt ihn bestimmt auf dem Kanal gesehen. Wenn nicht, nach dem Video den Link mal klicken. Und Gott sei Dank bin ich in diesem Wahnsinn, in diesem Horror nicht alleine. Denn bei mir ist in diesem Mauerwerk der Maurer, der Freimaurer, der Meister der Mörtelkelle, Benny. Hallöchen. Vom gleichen Entwickler von From the Darkness? From Ernsthaft? The Darkness. Es wird übel. Es wird übel. Wir beginnen so ein bisschen visagemäßig irgendwie. Super. Und wir. Ach du Scheiße. Es ist wirklich laut. Oh Gott. Ja, wir sind in einem im Keller oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich sind wir entführt worden, wachen gerade auf und gucken mal. Also Platzangst darfst du hier drinnen nicht haben, ne? Also nee, so eng wie die Wände hier sind? Absolut. Oh Gott. Die möchte ich auch nicht streichen. Als Maler. So, oh Gott, Alter. Ein karger Keller. Einziger Held durch Glühbirnen. Na toll. Aber sieht schon nice aus. Irgendwie gefällt mir. Irgendwie. Das ist sehr, sehr simpel gerade noch irgendwie, aber effektvoll. Effektvoll. Okay, mit E können wir interagieren. Ich würde mal ganz kurz hier in die Ecke reinschauen. Also Rennen ist auch gerade nicht so richtig. Können wir crouchen? Nö, auch nicht. Okay. Oh, hier sind eine Menge Türen, Benni, Alter. Hier sind eine Menge Türen. Ist ja. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ist das ein Labyrinth? Es ist definitiv ein Labyrinth. So, hier haben wir einen Schrank. Können wir uns. Was können wir. Ach du Scheiße. Nein. Wir können uns verstecken. Nein, Alter. Nein. Oh nee. Nee. Oh nee, das ist schon. Das wird schon. Oh Gott. Oh bitte nicht, Alter. So, ich habe nochmal schnell einen Riegel weggemacht. Ja. Weil der war umsonst da, oder wie? Hatte bestimmt einen Grund, warum der da war. Na, ja, das könnte natürlich sein. Oh, es ist groß, Alter. Es ist groß, Benni. Oh, nee. Also Labyrinthe kann ich ja gar nicht, ne? Also ich verlaufe mich ja instant. Also ist ja sofort, wenn ich bin, weiß ich nicht mehr, wo wir sind. Warum ist hier so irgendwo halt schwangere Musik? Hier haben wir ein Zahlenschloss. Oh, mit 4 Ziffern. Mhm. Oh, 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 what? Wie? Oh, what? Oh, what? War das jetzt hinter der Tür oder war das jetzt irgendwie? Ich hab keine Ahnung. Hier ist zu. Hallo? Hallo? Oh Gott. Hallo? Nein, ist hier. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht, Alter. Oh, bitte nicht. Oh Gott. Hey. Oh. Was ist das? Eine Bulb. Oh. Wir haben eine Glühbirne gefunden. Schön. Ist so, gut. Oh Mann. Wer hat denn jetzt hier so. Alter, was ist denn das für ein gigantischer Keller, ey? Ist ja Wahnsinn. Oh, guck mal hier. Warte mal. Guck mal hier. Was haben wir jetzt davon? Haben wir jetzt damit irgendwas gerissen? Eine Zahl. Guck mal, eine 3 oder was? Oder ah, ja, nice. Eine 3. Cool. Können wir die hier wieder mitnehmen? Nee. Warte mal, ich besorge mal was zum Schreiben. Ja, das ist natürlich, dass er cool macht. Das heißt, wir müssen erstmal. Oh, Alter, das sind ja viele Riegel. Ja, die werden ihre Gründe haben, warum da so ein Riegel davor ist. Und du machst einfach. Einfach weg. Einfach. Egal. Ja, guck mal, wir sind jetzt hier einmal im Kreis gelaufen. Ja. Wir können jetzt hier vorne nochmal um die Ecke. Und ich glaube, da kommen wir quasi an den Punkt raus. Oh, nee, doch nicht. Oh Mann. Oh je. Ah, statisches Rauschen am Radio. Oh. Oh. Was ist. You can block the door. Was? Womit kannst du denn. Ich suche jetzt gerade einen Sender oder was mache ich jetzt hier gerade? Okay. Ich suche noch. Star FM.
Was ist hier? Was? Oh. Oh, 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 nicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Wie kann ich denn? Was? Da! Benni, ich hab das vorhin überlesen. Was? Ich mach mal die Tür zu da vorne. Oh, schnell, irgendwas kannst du... Du kannst mit irgendwas die Türen verbarrikadieren? Ah, okay. Oh. Kannst also nein, die Blätter Alter, auf. Wir werden hier auch noch... Scheiße, wir werden hier auch noch gejagt, oder was? Was? Hat das jetzt hier unten Sinn, was ich hier tue? Ich weiß nicht, ob du den Balken leer machen musst oder so? Damit du das Ding ausmachst? Was? Alarm? Eck. Also Wecker? Hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Warte mal, hab ich eine Flashlight? Nee, natürlich nicht. Hab ich eine Leiter? I own it. Okay. Ja, und warum? Ich verstehe tatsächlich gerade nicht, Benni. Ich auch nicht. Sind wir schon mal zwei? So, hier sind wir wieder bei dem... Oh, ja. Bei dem Schloss hier vorne. Wir haben jetzt eine Zahl. Die drei. Die drei. Aber wir wissen noch nicht mal, in welcher Position die drei wäre. Also ob es jetzt Position 1, 2, 3 oder 4 ist. Das Schlimme ist, wir haben ja auch noch nicht mal eine andere Lampe. Radio, ah. Lampe, Bett. Ah, okay. Lampe ist dann also zwei Dings, aber was ist denn jetzt das Radio gewesen, bitte? Ja, das wisst ihr, die steht an dem Radio irgendwas dran, ne? Aber wenn nicht, müssen wir nochmal dahin. Können wir nochmal gucken. Die Frage ist, wie kann ich jetzt diese blöde Blatt Papier ablegen? Kann ich das hier ablegen? Im Schloss? Nein. Dann musst du die ganze Zeit mit dir mittragen. Das würde ich nicht so schön finden, tatsächlich. Warte mal, ich setze hier nochmal den Riegel vor. Ja. Warte mal, die Pieptöne, zähl die mal. Achso, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Also haben wir 6, 3. Okay. So, jetzt brauchen wir irgendwo ein Bett. Das oben war die... 6. 6, unten war die 3. Schön, dass du den langen Weg gehst. Was war das? Oh je, irgendwas ist kaputt hier. Die Lampe oder was? Ist unsere Glühbirne kaputt gegangen, die wir eingesetzt haben vorhin? Ich weiß nicht, also es kann halt vielleicht einfach so... Oh, warte mal, die Tür ist... Oh, hier ist das Bett. Oh Gott. Komm mal hier schon zu. Oh. So. Steps are constantly here behind double doors. It's good that the chain weighs here. I'm trapped, but it's safe here. What else do I need? These sounds behind the walls never seem to end. Warte mal. Die Schläge müssen wir wahrscheinlich zählen. Für das Bett. Pass auf. 1, 2, 3, 4. 4. 4? Ja, 6, 3, 4. Also würde ich jetzt sagen, weil auf dem Bett, auf dem Papier, was du in der Hand hast, was du nicht ablegen kannst, da hast du ja dieses Soundsymbol mit dem Bett. Ja, stimmt, hast recht. Shift, was? Shift, was? Shift ist run, wahrscheinlich. Run, run, run. Run, Eck. Run, run. Ich weiß noch nicht wohin. Was will er? Was will er? Was soll ich tun? Was? Einfach, renn einfach weg. Nein! Sehr gut, sehr gut. Alter, was war denn das gerade für eine Stresssequenz hier, ey? Was war denn das gerade für eine. Ich darf mal kicken hier, warte mal. Also kannst du bloß in diesen Sequenzen kannst du denn nur rennen. Okay. So, okay. Gut. Ja, wer jetzt denn die 4? Der andere Kram, der andere Bums, müsste man ausprobieren. It's open. Schön. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck, Alter. Oh Gott, jetzt geht's hier auch noch weiter. Alter. Hä? Oh. Warte mal, wir sind hier durchgekommen. Leg doch mal hier erstmal lang. Alter, was ist das für ein riesen... Oh nein. Was ist das für ein riesen Keller, ey? Also wir brauchen ja jetzt einen Schlüssel, wenn ich das jetzt so, ne? Also wir haben ja eine Tür mit einem... Vorhängigen Schloss davor. Oh, da hinten flackert's.
Und da steht jemand. Gott. Itze. Oh Gott. Oh Gott. Hallo? Oh. Und Teddy. Nee, ein Affe. Oh, und ein Schlüssel. Danach heißt es doch Run, oder? Pick up the key. Ja. Ich hab ganz schlechtes Gefühl. Ganz schlechtes Gefühl, Benny. Du musst mir jetzt ein bisschen sagen, wo ich lang gelaufen muss. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Die nächste rechts. Dann die Tür links. Ja. Dann da durch, genau. Oh Gott, jetzt bin ich lost. Sind wir hier richtig? Oh! 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 Ah! Oh Gott, Alter! Oh Gott! Oh. Ey, wie hätten wir den jetzt bitte... Oh! Oh, ist der Tor, das war fies. Vielleicht hätten wir doch falsch gelaufen. Jetzt anders machen sollen. Ja, wir hätten ja... Es gab ja noch einen anderen Weg. Jetzt sag mir bitte nicht, wir müssen alles wieder von vorne anfangen. Oh, echt? Oh, nee, krass. Nee. Doch. Nee, das ist nicht. Nee, doch. Ah, nee, stimmt, stimmt. Wir sind. Jetzt wäre interessant, ob wir noch den Key. Ach, also wahrscheinlich nicht haben, aber. Den werden wir nicht haben, nee, glaube ich auch nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal. Stand ja plötzlich vor uns. Ja. Ja, vor allem, er kann jetzt. Also im schlimmsten Fall kommt der. Oh! Oh! Im schlimmsten Fall ist er direkt vor uns! Ja, so viel dazu. So viel dazu. Theorie ist... Wir haben den Schlüssel, oder? Kann das sein? Wenn nicht, geh doch nochmal zurück. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt mehr sind. Ich habe jetzt gedacht, da wo jetzt der Schatten ist, dass da der Affe ist. Ja, da dachte ich auch. Aber... Peter von der Vogelweide war da. Nee, hier waren wir noch gar nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? Na, ich bin jetzt gerade... Ey, läuft der uns jetzt, kommt der uns entgegen? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, Alter. Bitte nicht. Bitte nicht, Junge. Fucking shit. Hier liegt ein Zettel. Alter, ist das groß. Okay, ich laufe jetzt wieder zurück, Benny. Ja. Und wir checken. Ich würde ja nochmal wissen, ob ich jetzt den Schlüssel habe, irgendwie. Aber der Affe war weg, ne? Also. Und die Truhe. Ja. Das heißt eigentlich. Oder bin ich jetzt irgendwo falsch abgebogen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, war? Bei mir ist auch so. Scheiße. Hat der jetzt den Affen woanders hingepackt? Warte mal, hast du hier noch die Tür? Die eine Tür war ja auch gelockt. Hier. Ja, aber die können wir nicht entsperren. Oh, nee. Shit. Warte mal, wir sind ja hier links abgebogen. Wir sind ja nicht direkt an ihm hinterher. Was ist denn? Da ist eine Map. Ja. Der bewegt sich aber nicht mehr. Also. Schön. Kann man mich mal am Arsch lecken, dann soll er mal da bleiben, der Penner. So, dann kicken wir mal woanders. Hier vorne war ja ein Zettel. Ja. Und, ich hätte gedacht, dass wir jetzt quasi ihn jetzt gleich da auch erwischen beim Zettel, aber. Dachte ich auch irgendwie. Dass wir ihn jetzt einfach nur so. Vor allem die Frage ist, ist er alleine? You need to pick up fresh meat near the double doors. The key that I found with him I put in one of the cabinets. Okay, wir müssen irgendwie frisches Fleisch aufnehmen bei den Doppeltüren. Und der Schlüssel steckt in einem Schrank. Dunkel wie Bärenarsch. Hat der sich jetzt gerade versteckt oder war das jetzt jemand anderes? Ich weiß nicht, was das gerade war. Hallo? Sehe auch nichts, ne? Also es ist super dunkel. Also, ja, man kann ihn auch den großen Schranksimulator nennen. Oh nein, jetzt versuch dich erstmal zu irgendwo zu weiß ich nicht. Zu orientieren. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, Benny, Alter. Ja, wir müssen jetzt glaube ich nur geradeaus, von da sind wir gekommen. Ich höre ihn. Ich auch. Oh. Oh ja, es bestimmt bitte nicht, uns. Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Bitte. Oh, pretty please. Ich glaube, danach müssen wir nach rechts. Ja. Bin ich dabei? Nein. Geradeaus, weil das ist hier ein Fallenraum, glaube ich. Genau. Oh, der schunkelt so. Kotzt gleich.
Ah, bitte, 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 bitte nicht. Ah. Ah. Hä? So, jetzt. Wie? Hä? Nee, doch, sind wir richtig, sind wir richtig. Geradeaus würde es jetzt gehen, da hat er uns letztes Mal gecached. Wenn denn zurück und gleich jetzt wieder jetzt. Jetzt hier um die Ecke, rein. Wa? Jetzt hat er. Genau. Bitte nicht, bitte nicht. Geh das doch nicht. Okay. Das heißt, wir dürften gleich an der Tür sein. Oh, bitte ja. Nicht. Das ist so übel, das ist, ey, ihr macht euch keine Vorstellung, wirklich, das ist ganz schlimm, ganz schlimm. So, und hier ist das Schlüss. Sehr schön. So. Oh. Was wollte er jetzt mit dem Fleisch? Keine Ahnung. Oder auch mit den Double-Türen. Und dem... Oh. Fleisch. Okay. Hey. Oh Gott, oh Gott. Hier ist noch ein Zettel. We explore all corners in this place, except for the dark zone. We tried, but no one came back from there. I was sent here to guard the entrance from stupid meat that we want to get there. Okay. Ich habe noch nicht ein Stückchen Fleisch gesehen. Fleisch? Wo ist Fleisch? Fleisch? Ja. Was ist das? Das ist ein Stuhl. Ah, okay. So Gartenmöbel. So irgendwas. Oh Gott. Oh bitte nicht. Oh bitte nicht. Geh mal rechts oder links, Benni? Ja, weiß es nicht. Ich höre es nur super schwer atmen. Das ist, Komm, left side. Oh bitte nicht. Bitte nicht. Ich weiß nicht, ob wir da rein sollen oder ob wir da einfach die Tür verbarrikadieren sollten. Genau. Verbarrikadier, da. Pika. Pika konsequent. Das hört sich an, als ob das da aus diesem Raum kommt. Ich glaube, es wird doch da rauskommen. Wir müssen es machen, Benni. Oh Gott. Er schläft. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, bitte nicht. Alter. Oh Gott. Was soll ich jetzt machen? Soll ich mich dazulegen? Soll ich da große Löffelchen oder kleine Löffelchen sein? Gar kein Löffelchen, einfach weg. Schränke? Naja, was? Also jetzt in die Schränke mal reinschmulen, ob da was ist? Oh Gott, Alter. Schön. Ganz schau. Da seh ich was. Oh, Feuerzeug, jawoll. Ja. Mach's bitte nicht an. Nutte. Ja. Uah. Okay. Jetzt rausgehen und am besten die Tür zumachen. Hallo? Wieso gehst du nicht? Ey, du willst es, aber du lebst heute auf einem großen Risiko, wa? Dieses Risiko ist bei den russischen Leute. No! Mach doch nicht die Tür von außen zu. Mach doch nicht die so. Okay. Was denn brennt? Wie? Now you must go in. We must go into the darkness. Okay. Ja. Also das sieht man doch. Okay. Oh, fuck nicht. Oh, fuck nee. No, Alter. Oh, no. Oh, nein. Oh, nee, oh, nee. Oh, nee. What? What? Was willst du? What? Oh Feier, Alter, das ist. Oh. Ich glaub, Oh Feier! Oh Feier! Oh. Ist da vorne einer? Keine Ahnung. Ich kann nicht sehen, das ist alles dunkel. Alter, so laut. Ist laut. Das ist hinter uns, glaube ich, oder jetzt? Ich glaube, ja, wir gehen davon weg. Oh, das Spiel stresst mich. Das ist schrecklich, schrecklich. Oh, das, oh. Oh nein, oh nein. Warte mal, wir rufen jetzt quasi wieder in die andere Richtung. Das heißt, wir sind an dem Punkt, wo ja. Zu hören war. Aber es war keine Tür da.
Und jetzt laufen wir quasi parallel wieder zurück. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich auf eine Tür treffen. Mhm. Ist mir nicht wohl bei. Sackgasse? Ich möchte mich nicht umdrehen. Ich möchte mich nicht umdrehen, Benni. Oh Gott. Nein, wir müssen wieder zurück. Ja, noch nicht. Okay. Wir tun's. Wir machen's. Ich hab keine Angst. Ich bin eins mit mir. Ich bin Mut. Oh. Ich bin ein unerschütterlicher Wall aus Mut. Jetzt ist der Hase einfach mal gefickt, sag ich mal. Der Hase ist gefickt. So, wir haben auch keine Tür und nichts weiter gehabt. Alter, das ist so übel. Jetzt irgendeine Scheiße. Nein. Nein. Musst du das nicht. Ja? Mach doch wieder an. Ja. Warum macht er an? Nein, Alter. Oh! Oh! Was? Benni. Er schläft. Er macht sein Nickerchen. Er macht ein Nickerchen. Alter, was sind denn das hier alle Tiere? Wo bin ich denn hier gelandet? Wir sind im Ted trapped, ne? Aber wo? Ah! Das ist ganz schlimm, bin ich. Das kann nicht gut enden. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwo eine Treppe finden. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall ein. Oh Gott, ist das ein großer. Ah, wollen wir an der Wand bleiben? Ja, ich würde auch mich an der Wand orientieren. Auf jeden Fall. So, wir checken mal erstmal den Roma. Wahrscheinlich müssen wir genau in die Mitte laufen. Oh fuck, Alter. Was? War das ein Hinweis? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ad hoc würde ich jetzt mal sagen. War das vielleicht, jetzt? Vielleicht war da gerade ein kleiner Glitch. Warte mal. War das, die Wand stand einfach mitten im Raum, oder? Kann das sein? So direkt in der Mitte? Wie du schon sagst, dass wir in die Mitte des Raums müssen? Genau das mein. Ja, need you need to find the code. Gib doch mal 634 irgendwas ein. Mal gucken, ob es der gleiche Code ist wie vorhin. So, und den haben wir einfach ausprobiert. Ich glaube, das war 7 am Ende oder so. Wäre auch zu einfach gewesen. Schade. Schade. Ja, das wäre schön gewesen, aber nein. Leider nicht. Vielleicht, aber geh nochmal zurück. Vielleicht finden wir ja dann in dem Raum, wo der Typ gepennt hat. Wo Schlafmütze ist? Ja. Meinst du? Vielleicht müssen wir so anditschen. So, ey, du, ey. Sag mal, Code. Ja, nee. Der wird an seinen Fußsohlen zu stehen? Nee, ne, hat er nicht. Schade. Seine Schuhgröße ist wahrscheinlich 44,5. Ja, nee, also, du da, der jetzt gerade zuschaut, irgendwie. Warte mal, soll ich da. Hier, kann ich luft da mal rüber. Oh, der ist tot. Der sieht fertig aus. Wenn du eine Idee hast, irgendwie, wo der Code sein könnte, schreib's mal in die Kommentare. Weil wir haben gerade keinen Plan. Null. Vielleicht haben wir den ja auch irgendwo übersehen. Ich ganz bestimmt. Aha. Ja, ist nicht schön, wa? Ist nicht schön. Aber wahrscheinlich läuft das genau darauf hinaus, dass man hier die schwarzen Steine zählen muss oder so weiter da drinnen. So, oder auch nicht. Ja. So, jetzt könnt ihr es nochmal probieren. Nee. Mach doch an, Alter. Mach doch einfach an. Ja, dann machst du auch an.
Na, ist alles klar? Ich finde deine Idee war toll. Mit so von wegen, machen wir mal das Feuerzeug aus. Toll. Ja, das ist... Was? Oh! Oh Gott! Wer bist du denn? Irgendwas ist hier ganz dolle schiefgelaufen. Was? Oh Gott! Also es ist wirklich, das ist ein ganz schlimmes Spiel, Benni. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Spiel. Oh, der kommt, wo kommt der uns hin? Hallo? Was geht denn ab, Alter? Was ist denn, wenn er uns kriegt? Weiß ich nicht, das ist vielleicht... So, komm doch. Mach doch. Hab doch keine Angst vor dir. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, scheiße gemacht. Du kannst uns ja auch nicht! Was will er denn von uns? Ich glaube, er folgt uns einfach nur. Er folgt okay. uns einfach nur. Er verfolgt uns einfach. Okay. Vielleicht müsst du. Also, ich mach nochmal das Feuerzeug nochmal aus. Und nee, ich möchte nicht. Teste nochmal, wie es danach aussieht. Ist halt Silenzio. Okay, wir sind definitiv ja woanders. Gut, wir hätten vielleicht auch die Tische und so zählen sollen. Vielleicht war das ein Hinweis mit den Zahlen. Ich hab keine Ahnung. Meinst du? Ich hab kein. Da kann ich ja nicht. Aber also wie kann denn das sein, dass wir jedes Mal, wenn wir das Feuerzeug ausmachen, woanders sind? Hä? Was wir denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, Alter. Also ich. Da ist ich bin also ehrlich gesagt erstaunt, wie groß dieses Spiel ist. Irgendwie hätte jetzt eher gedacht, dass das ein etwas kleineres Spiel wäre. Das ist ein schöner Raum. Das ist mein Kinderzimmer damals hier. Nein. Also entweder ist das jetzt einfach nur so ein Mindfuck irgendwie, dass du jetzt einfach nur ganz oft das Feuerzeug an- und ausmachst. Ja, aber wir kommen ja keinen Millimeter weiter mit dem Code. Also wir haben ja nichts. Wir haben ja noch nicht mal irgendwie einen Ansatz vom Hinweis oder so. Bei dem letzten Mal gab es ja wenigstens so einen Zettel, wo dann dran stand, so okay, du Lampe, das und das. Ach du Scheiße. Willkommen in der Schrankabteilung. Alter, was ist denn mit ihm nicht in Ordnung, Alter? Was war denn das jetzt bitte gerade für eine Stressscheiße? Was ist denn sein Problem? Der verfolgt uns. Du musst ja doch, da verfolgt uns jemand. Alter, das ist ja mal... Das ist richtig nervend, Scheiße, Alter. Das ist ja mal richtig nervend, Alter. Da sieht doch was. Hau ab! Geh weg! Lass mich! Was ist er? Was will er? Ich hab keine Ahnung. Mach die Tür zu. Mach. Kannst du? Nee, kannst du nicht. Schade. So, was bringt mir das jetzt hier, was ich hier habe? Ich hab keine Ahnung. Was ist das? Das F. Immer. Sollen wir anmachen? Immer wir an. Okay. Wo sind wir? Aha. Ich hab keinen Plan, wo wir sind. Ich hab keinen Plan, wo wir sind. Oh, hier ist ein Zettel. Oh. These half-dead blind chums of meat roaming the dark labyrinths without purpose and meanings look so stupid. Oh. Wir sind aber auch nicht viel cleverer hier mit nee, den wir Türen. Sind. Wahrscheinlich sind wir damit gemeint. Aber Benni, was ist denn, wenn ich jetzt hier als Feuerzeug ausmache? Na, mach doch mal. Mal gucken, wo wir landen. Schlimmer kann es doch nicht mehr werden, also, oder?
Aha. Ich versteht nicht. Ich versteht nicht. Was? Okay, wir sind wieder in dem. Wir sind wieder hier. Wo ist denn unser Kumpel? Wer ist noch hier? Bertram? Bertram! Oh, guck mal. Hab vorhin gar nicht gesehen. I walked along these corridors for hours or even days until a wall appeared behind me and I was trapped here. I'm very tired. Maybe I should just relax. Maybe the exit will appear just like it disappeared. Hm, okay. Das wäre ja nicht schlecht. Ja, würde ich mich auch sehr doll freuen. Aber ich habe noch nie den Exit irgendwie ansatzweise gesehen. Oh! Oh! Guck mal, da ist ein Schlüssel. Dann mach doch. Gott. Ich weiß nicht, ob... Okay. Ah, okay, alles klar. Gut, pass auf, jetzt machen wir das Feuerzeug aus. Meinst du, wir kommen jetzt dahin, wo der Typ uns von oben so anschaut? Mhm, genau. Schlüssel. RGBY. Ah. Guck mal, da haben wir auch das Zeichen, was wir da in der Hand haben. Mhm. Das ist eine 1. Ich weiß zwar nicht. 1, okay. Und rot, grün, blau, yellow. Aha. Achso, mach mal aus. Mach mal kurz das Licht aus. Das ist nämlich yellow. Das heißt, die 1 ist die letzte Zahl. Ja. Wir kommen jetzt gleich auf den Schrankraum zu. Wie viele Zettel sollen wir denn nachher in der Hand haben hier? Wir tragen jetzt schon 2 und ein Feuerzeug. Also ich notiere mal schon mal eine 1. Oh! Oh, war das finster. Oh, war das mies. Zum Glück habe ich nicht gerade woanders hingeschaut. 1. Wo? Was? Aha. Wo sind wir denn? Hey Kumpel, gib uns das mal, das brauchst du nicht. Das ist blau, das ist die 6. Okay, cool. Das Schlimme ist, er kann nicht springen. Achso, er kann einfach hier hochlaufen. Das ist natürlich auch sehr vorteilhaft. Oh, das war jetzt aber mies irgendwie. Wir kommen auf jeden Fall näher. Ja. Oh je. Oh, nee. Na, das ist nicht gut. Aber da ist der Zettel. Der grüne. Hast du genommen, sehr gut. Das ist eine 8, oder? Nee. Eine 3. Ja, eine 3. So, das Problem an der Sache ist jetzt, mach ich jetzt einfach das Feuerzeug aus? Ja, klar, muss ich ja. Ich mach das schon mal gleich aus. Ich würde auch gerne, wenn wir könnten und das irgendwie eigentlich forcieren könnten. Könnten wir nicht. Wir können jetzt nicht abkürzen wahrscheinlich. Ja, ich würde mich gerne jetzt in den Raum, wo wir den Code eingeben und einfach Try and Error bei dem scheiß Zahnschloss. Hallo? Okay. Stresssack, macht aus. Ich sterb hier, Alter, das ist so heftig. Daraufhin esse ich erstmal ganz in Ruhe ein M&M. Mach dein fucking Feuerzeug jetzt hier an. So, okay, rot ist. Aber was sollen wir denn jetzt hier? Rot ist 4. 4. Also 4361. Ja! Ja, Alter! Ja! Wie hast du den Raum gefunden? Ich hab keine Ahnung, ist mir scheiße, ja. Okay, der Code ist auf jeden Fall. Wenn du die Tür gleich findest. Ja, gerade zu und so. So Mitte des Raums. Ja, ja. Du bist auf dem richtigen Weg. Oder? Nee. Sag mal. Was ist denn der jetzt? Was
Sag, läufst du jetzt die ganze Zeit dran vorbei? Okay, komm, jetzt immer wieder die Wand als Orientierungspoint. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er, Alter. Los, komm, jetzt gib dir Ding vier, ein. 3, 6, 1. 4, 3, 6. Und 1. Jetzt lache ich, jetzt sind wir von euch draußen. Pass auf, jetzt geht's weiter. Hallo? Bist du noch da? Ich weiß gerade nicht, warte mal. Oh. Ich hab kein gutes Gefühl, Benny. Ja. Ich glaube, es wird laut. Okay. Ich geh mal ins Main-Menü. Geh ins Main-Menü, genau. Ja, Alter, ey, das war ja mal übelste, eine übelste Nummer hier. Ey. Wir haben es geschafft. Benni, wir haben es geschafft. Wir sind nicht lebend rausgekommen. Wir sind als Futter geendet irgendwie für dumme Fleischsäcke, die blind und dumm durchs dunkle Labyrinth streifen. Haben sie nice gemacht. Wenn euch das Ganze genauso gefallen hat wie uns, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sagen wir erstmal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Daumen nach oben, ihr Lieben. Ne? Und bis zum nächsten Projekt. Ciao.